Hallo zusammen, ich habe hier einen Kühlschrank, einen Wemo 62 N, normal mit Eisfach. Den gibt es nur mit Eisfach, so wie er hier steht. Und hier hinten habe ich diesen Seco-Kompressor BD35F. Der wird seit 1997 gebaut und ist immer noch der meistverbaute, ich sag mal, beste Kompressor auf dem Weltmarkt. Der Kompressor ist immer noch das gleiche. Hat 2 Kubik Hubraum, es gibt einen größeren, der hat 2,5 Kubik Hubraum. Der hat dann auch mehr Leistung, weil er logischerweise mehr Hubraum heißt mehr Fördervolumen. Mehr Fördervolumen heißt mehr Gas, das zirkuliert und somit mehr Kälteleistung. Hat aber auch den höheren Stromverbrauch. Hier gibt es verschiedene Steuerungen. Hier ist jetzt die Steuerung 101N212. Das ist momentan die aktuelle Steuerung für diesen Kompressor. Es gibt dann die gleiche Steuerung, die hat dann 600, also immer 101N. Früher war das das Werk Nordborg. Und dann 0650. Ist im Prinzip die gleiche Steuerung, aber die andere hat eine UL-Zulassung. Und momentan findet man auch die viel, weil die ist verfügbar. Seco liefert lieber die teurere, gleiche Elektronik, aber zum teureren Preis mit einer Zulassung, die eigentlich keiner braucht. Aber man nimmt ja jetzt, was man kriegt. Ich mache ja mittlerweile nicht erst seit 2 Wochen Kühlschränke. Und das war mal einer der ersten Steuerungen. Das ist jetzt zum Beispiel die 650, die aktuelle. Hier ist die 200er, hier ist die 600er, 640. Das ist die 224, 210, 212. Das ist auch eine 210, aber eine andere Bauart. Das hier ist auch eine 200er, aber mit dem grauen Schild. Jede hier ist anders und das auch die 224. Ihr seht also, da gibt es verschiedene Steuerungen. Die Steuerung, die ich vorher gezeigt habe im Video, die sind alle gleich. Oder gleicher. Die Funktion ist die gleiche, hat einen Range von 2000 und 3500 Umdrehungen, kann einreguliert werden. Die eine hat eben eine Zulassung, die eine wird nicht mehr geliefert, die andere hat eine andere Komponente drin. Aber technisch für Feinheiten oder von den Feinheiten mal ausgeschlossen, sind die Steuerungen alle gleich. Also wenn ihr solch eine Steuerung habt und die funktioniert nicht, meistens liegt nicht an der Steuerung, sondern an der Stromversorgung, spielt keine Rolle, ihr könnt die 1:1 tauschen, auch unten drin. Dieser Stecker hier, der ist überall der gleiche. Es gibt ihn zwar in Grau und in Weiß und in Schwarz, hat aber die gleichen Abstände und so weiter. Die kommt unten auf den Kompressor und die Steuerung oben drauf. Was noch ein kleiner Trick ist, wir haben in der Regel hier eine Kreuzschlitzschraube. Die Schraube müsst ihr reindrehen, also im Uhrzeigersinn reindrehen. Also ich drehe die hier. Und dann könnt ihr die Steuerung drüber wegklappen. Und einfach wieder draufklappen und die Steuerung wieder ein bisschen, die Schraube wieder ein bisschen rausnehmen. Die meisten Steuerungen sind wirklich an so Sachen wie hier die Elektrik. Kommentarlos, ich halte nichts von Ingenieuren. Und hier unten verlinke ich euch den Schrank. Und somit, wenn ihr jetzt noch dran seid, kann ich noch was sagen. Ein Ingenieur ist nur der Beleg, dass er mal ein Studium besucht hat. Ein Diplom-Ingenieur hat das abgeschlossen, ist aber keine Qualifikation für irgendwas. Oder vielleicht schon für irgendwas, aber nicht für das, was er dann sich ausgibt. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.